Ich habe vor, dieses Jahr die Pitback Masters mitzufahren. Das Grundgerüst steht. Greife jetzt nämlich auf dem Original Vierganggetriebe zurück. Werde ich gleich einmal abpinseln. Verschraubter Schaltwalzenbolzen, den müssen wir einpressen. Ist das dumm, Alter? Ich krieg's nicht hin. Bin zu glatt dafür, keine Ahnung. Nee, das macht ja. Ich weiß ja selber, dass es dumm ist. Warum beginnt das schon so scheiße? Ich glaube, das lassen wir heute. Nein, los. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir sind begrenzt. Ich fahr weg. Morning, everybody. Willkommen zum großen Motorbau-Video. Ja, Nico ist gerade gekommen. Hallo. Und dann ist mir eingefallen, dass ich die Welle erstmal gar nicht ins Eisfach gelegt hatte. Die Innenringe von den Walzenlagern, die müssen ja heiß. Und ich habe die auf Eis gelegt. Also ich habe jetzt erstmal die Welle getauscht mit den. Ja, und wie kriegt man die denn in das Motorhaus hin? Dafür müssen die doch kalt, oder nicht? Nee, das sind ja denn die Außenringe. Achso, das sind zwei verschiedene. Ja, du kannst die Innenringe von den Walzenlagern abmachen und dann hast du nur den Außenring mit den Lager, mit den Nadeln. Ich habe ja gestern Abend noch die Triebe gezählt und mich nochmal ein bisschen schlau gemacht, weil ja viele noch geschrieben haben, fahr doch ein 2- bis 5-Gang-Getriebe. Ja, wäre glaube ich auch eine gute Option gewesen. Ich habe auch halt bloß irgendwie Schiss gehabt, die Karre nicht gestartet kriege. Um einfach eine Erfahrung mal zu machen, baue ich jetzt dieses lange 4-Gang-Getriebe ein. Also mit dem normalen ersten Gang. Ich habe ja den 3. und 4. Gang vom SR80 genommen, beziehungsweise vom S70 Motor. Und damit wir halt zwischen dem 2. und 3. Gang nicht so einen großen Sprung haben, habe ich jetzt den 2. Gang vom 3-Gang-Getriebe genommen. Ist zwar nochmal ein etwas größerer Sprung von 1 zu 2, aber ich glaube, dass wir das mit der Kettenübersetzung nachher im Griff kriegen. Aber ich glaube, wenn ich denn einmal los bin, ist die Gangabstufung optimal zwischen 2 bis 4, weil das sind echt lange Gänge nachher. Und der 4. ist echt dolle, viel länger. Gucken wir uns mal an, was das wird. Ansonsten, also ich mache das ja eigentlich nur, um es mal zu testen, ob man aus einem originalen Getriebe ohne irgendwelche Neuteilen von Herstellern wie Bronge oder JW Sport Rennen fahren kann. Jetzt, machen wir zusammen. Ja, jetzt ist die Welle ja erst seit 10 Minuten im Eis. Ich weiß jetzt nicht. Aber ich habe noch ein bisschen Kältespray, dann machen wir das damit. Ich habe mir vorher noch ein Tutorial angeguckt. Guck nochmal. Ich habe nämlich noch nie Walzlager montiert. Ich habe mir gedacht, ich lade Nico heute ein, damit wir unser beides Halbwissen vereinen zu einem. Naja, es ist ja kein ganz Vollwissen, denn, aber egal. Drei Viertel Wissen. Verbesserungsvorschläge bitte in die Kommentare. Ich will nämlich viel lernen. Ich habe viel zu wenig Erfahrung. Jetzt geht's los. Ab in der Werkstatt. Good morning, everybody! Heute im Motor bauen! Ja, hier steht ja schon eine Flasche Wasser. Die hab ich mitgebracht. Achso. Wann hast du letztes Mal Motor gebaut? Vor 2 Jahren. Ich habe ja den vor ein paar Monaten, aber da eigentlich nur Originalteile drin. K7 habe ich zum Beispiel noch nie in die gebaut. Ja, ich auch nicht. Und dann habe ich immer noch die Frage, wegen dem breiten Kupplungsrennlager. Da ist jetzt hier noch so eine Halterung bei, aber ich habe irgendwie gar kein Bedürfnis, hier jetzt irgendwie meine Häuser zu bohren. Hier sind ja extra 2, einmal für schmal. Ja, warte mal, das ist, ich kann ja mal messen, das ist 17,5. So, wenn das 17,5 sind, dann... Ja, gut. Also kann das Blech auf jeden Fall weg. Ja, aber wozu gibt's denn das noch? Ja, na, wahrscheinlich für Originalmotorhäuser denn. Wo fangen wir denn jetzt an? Eigentlich mit mir Triebe zusammensetzen, oder? Das ist ja ohne Witz. Ich habe keinen Schaden. Ja, wir machen jetzt... Hast du jetzt eigentlich Kugeln? Ja, ja, neue Kugeln. Neue verstärkte. Wo halten jetzt die Welle? Ach, hier, super. Ich mach nochmal die... Wie heißt das? Feder. Wollen wir nicht noch ein bisschen Licht machen oder so? Ja, mal an hier den. Hier so immer rumfädeln. Warte mal, wie oft macht man das? So einfach. Zack. Und dann kann er nicht raus, ja. Das lernt man auf dem Bau. So. Nico, hast du schon deine Arbeitshandschuhe an? Nein, habe ich noch nicht. Die musst du jetzt erstmal anziehen. Weil zum Kamera halt brauchst du Arbeitshandschuhe. Genau. Vielen Dank nochmal an NZA. Nico! Das ist die richtige. Ich bin ja Trucker nebenbei. Das ziehe ich immer an, wenn ich Gülle fahre. Du hast deinen Pulli. So, jetzt wird Motor gebaut. Angriff. Tom hat gerade gesagt, jetzt kann ich ziehen ohne Angst. Ey, was ist das für ein Scheiß? Ich dachte, das hält. Ich glaube, das Kabel. Du hast ja noch falsch gemacht. Ich glaube, man muss hier einen Knoten drin machen. So. Ja, genau. So.
Alter, ich hab Muskelkater in den Titten, ja. Alter, das geht gar nicht. Du? Ich hab hier in den Hüften. Ich hab mir heute vorhin noch wirklich fluffig, die Lager und die Welle, alles, das muss fluffig gehen. Ich hasse das nämlich, wenn das verkantet, dann werde ich immer schnell wild und greife zum Hammer. Ich hab extra noch einen schönen Hammer hier. Oh, was ist denn den hier? Na, den habe ich gekauft. Mit hier Rückschlagdämpfung. Hm? Wir stecken jetzt das Getriebe zusammen. Ich würde gerne das 2- bis 5-Gang fahren. Ich würde auch gerne 5-Gang fahren von Rongel. Würde ich gerne fahren. Muss ich ehrlich sagen, würde ich gerne fahren. Das ist mir zu teuer. Ich ziehe auch mal raus. Wir müssen jetzt erstmal das Ene. Also, jetzt ist es richtig Tutorial hier. Willkommen. Neue Tutorial. Ich mache alles neu. Alle Sicherungsringe kommen raus. Schnurfeder heißt das. Schnurfeder. Schnurfeder raus. Heile raus. Wichtig ist, dass man sich für sowas immer Zeit nimmt. Wir wollen ja auch Vorbild sein für die Jugend. Mann, euer Tutorial. Ey, ich hoffe, das wird heute noch besser, ey. Das macht man mit einem kleinen Schraubenzieher. Da habe ich extra so ein Friemel-Ding. Oh, kennt ihr das beim Motorbauen? Nach dem Bauen sind immer die Hände komplett schrammig und blutig. Das ist immer so, oder? Ja. Ich habe eben auch nochmal, muss ich erstmal feststellen, mach die hier einfach so über die Kante, nicht aufmachen. Ja, als erstes den Sicherungsring, den neuen. Scharfe Seite zu den Zahnrädern zeigen. Zur Kraftseite. Zur Kraftseite. So, denn die gehen. Arretierkugeln. So, jetzt setze ich hier die Arretierkugeln mit Fett in. Nee, warte mal, bevor ich das mache, muss ich erstmal ein Ding hier rinden. Scheiße. Alter, nee, da wäre mal gut los. Wichtig ist, dass der angefettet wird. Ich habe kein Geld und will Synchrocross fahren. Deswegen mache ich alles selber. Ich habe aber keinen Plan von nichts. Oh, ich habe keinen gehabt, der mir das zeigt. Die können dann vom. Aua, aua. So, dann kann die Schnurfeder hier also wieder rüber. Eigentlich macht man das mit der Hand, wenn man hier so, und wichtig ist, dass die Öffnung hier niemals über die Kugeln ist. Also so 90 Grad davon habe ich zufällig genau richtig gemacht. Die sind jetzt auch da drin, ja. Da kommen jeweils zwei Ränder, hast du gemacht, ja. Achso. Ich habe mich schon gewundert, warum hat die nicht... Alter. Erstes Mal Kamera und so. Um Gesicht. Ja, da müssen natürlich zwei rein, ja. Das war nur ein Test. Ob ihr auch aufpasst. Kommen da alle voll. Die gucken alle nur bis da und schalten ab. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Ab jetzt machen wir es professionell. Alter, ich habe schon wieder zufällig die noch 90 Grad versetzt drin immer. Jetzt merkt man auch schon. Boah, nein. Nein, kann das nicht. Jetzt kannst du nochmal neu anfangen. Kann man hier nicht wieder hindrücken? Jo. Oh, nee. Das ist die Kugel. Das ist die Kugel hier raus. Kalt! Mach mal kalt, ich will nochmal neu! So, also wir machen jetzt die Kugeln da rein. Das meine ich. Ich habe noch nicht mal was gemacht. Alles schon kaputt. Ich bin irgendwie mehr so der Fahrer. Weißt du? Mhm. Oder Videos schneiden kann ich auch ganz gut. Aber kein Motor. Ich will das aber können. Und man muss halt auch mal Fehler machen. Bin halt so Hobby. Oh nein. Ich glaube, so behindert hat noch keiner Motor gebaut. Da trauen sich ja keiner hochzuladen. Oh nein! Alter, Jut sind noch drin. Lass nochmal neu anfangen. Okay. Ey, Tom, ey, morgen! Wollen wir jetzt anfangen, den Motor zu bauen? Ja, gut. Ich sehe, bist du mein Sauermann? Ja, ich habe jetzt hier noch eben schon mal ein bisschen probiert. Und jetzt fangen wir richtig an. Das war eigentlich nur ein bisschen warm. Komm mit. Es geht jetzt los. Wir haben jetzt hier unsere... Wie heißt das? Hier kommen jetzt auf jeden Fall 4 Kugeln drin. Die habe ich schon vor eingesetzt. Ja, die kommen da eingefettet. Ne, erst kommt eigentlich der rein. Der ist mir aber hinten rausgefallen. Die können mir doch nicht erzählen, dass die in ihrer ganzen... Mann, in ihrer ganzen Tutorials da das auch alles irgendwie so hinkriegen. Aber das ist auch egal. Wo muss ich denn jetzt sein? Im Leerlauf, ja. Ich krieg jetzt schon keinen Leerlauf drin, ey. Wie soll ich das nachher werden? Nee, ohne Spaß. Ich krieg wirklich gerade keinen Leerlauf drin. Was ist denn das für ein Scheiß? Nee, warte mal, der Leerlauf ist hier vorne. Ich voll Idiot. Das ist nicht... Boah, ich guck mir gleich wie alt entgegen. Jetzt ist Leerlauf! Ja, geil, Alter. Ist voll einfach. So.
Also, das haben wir jetzt schnell hingekriegt. Kommt hier mein spezial langes Vierganggetriebe rum. Spezial lang für extreme Einsätze. Auch für richtig coole Starts mit Kupplungsschnippen und allem drum und dran. Das ist richtig. Also fürs Video ist das gut, glaube ich. So. Was ist denn das jetzt hier alles? Hast du das mitgebracht? Ja. Ey, bloß nicht damit zwischenschmeißen. Ey, ich hab die alle abgezählt gestern, ja? Das ist das, was ich hier nicht brauche. Ach so? Das weiß ich doch nicht. Wollte ich extra da weglegen. Nico, Alter, mach nicht so einen Scheiß. Ach so. Ich hab gestern eine Stunde gezählt oder so. Ich mein, jedes Mal, ich hab schon richtig Paranoia geschoben. Hab ich jetzt richtig gezählt? Die Kugeln drin, ja, fettet die ordentlich in. So, jetzt kommt ja jetzt der vierte Ölbogen, mach ich jetzt nach oben. So, ich weiß nicht, was jetzt hier oben hochkommt, müssen wir uns nochmal angucken. Oben wird die kleine Abschlussscheibe aufgesetzt und der Sprenger. Die kleine! Was heißt die kleine, Alter? Die kleine von nebenan, oder was? Der muss doch sagen, was für ein Maß. Das weiß ich doch nachher nicht. In meinem Wirrwarr. Ja, dann ist das auf jeden Fall die bestimmt. So, wie es aussieht. Genau, gut. Wie kommen wir hier schon auf den grünen Trichter? Na, 3 Stunden hier. Warte mal, scharfe Seite noch. Jetzt müssen wir noch das Spiel. 1-3, das ist im Rahmen. So können wir das verbauen. Die Welle haben wir aus dem Eis. Probieren wir mal. Der Bund muss nach innen. Oh. Das ist ein schönes Gefühl. Das ist ein richtig schönes Gefühl. Ich habe 2 rechte Hände, Alter. Das ist gut für heute. Ist ja egal. Da ist mir eben neu gefallen, hat hier der Kerb. Wie heißt der Ding? Kerbbolzen. Oh, Alter, das ist voll scheiße. Das kühlt schnell ab. Da müssen wir nachher zackig unterwegs sein. Motorhäuse haben wir jetzt richtig kloppenteils, brechenteils. Ich hab jetzt auf jeden Fall schon mal eine breite Kupplung für den Lager drin. Nein! Warum kann ich das nicht? So, jetzt vorsichtig hier auf dem Außenring zum Beispiel. Das ist für den Arsch, ey. Ja, jetzt können wir nochmal neu. Jetzt mach ich erstmal das andere. Oh, ich hasse sowas. Oh, ist er? Ist er drin? Alter! Ja. Das hat richtig gut funktioniert. Ich bin richtig stolz auf mich. So, jetzt schnell das andere noch. Komm schon, komm schon. Nein! Fuck! Aber wenigstens ging das eine ganz gut. Ist das leer? Komm du Arsch, du flutschst jetzt rein. Einfach so. Boah! Ja! Du Arsch! Ist der jetzt hier nicht kalt genug? Das ist doch leer hier. Egal, komm, Angriff. Vieh. Oh Mann, ich hab kein Kältespray mehr! Wenigstens haben wir Glück mit dem Wetter. So, Versuch 3. Kein Bock mehr hier. Was ist denn das für ein Mist? Ich hab mich ein bisschen nach. Dampft irgendwas. Ja, es ist nur das Fett. Das Getriebe kommt gerade aus dem Gefrierschrank. Und jetzt setzen wir hier die beiden Lager in. Ich hoffe, der Innenring ist jetzt warm. Wichtig ist, dass das Lager darf heiß, aber der Kranz darf es nicht verfärben. Ja, dann muss ich mal ein bisschen auf den Innenring. Jetzt setzen wir die Kurbelwelle ein, ölen erstmal das Lager hier ein. Jetzt machen wir auf jeden Fall noch die Innenringe von den beiden Lagern heiß und dann sollte das Getriebe eigentlich reinflutschen.
Anfang. In der Zeit hole ich die Triebe aus dem Eis. So, das hat auf jeden Fall richtig gut geklappt. Dann stellen wir das hier nochmal alles fleißig in. Das Starterrad nochmal rein. Das hat eben ein bisschen gestört. Zack. Jetzt ist auf jeden Fall nochmal drauf zu achten, wenn du von hier so guckst, auf die Triebe, dass die Zahnräder immer schön mittig aneinander laufen. Ich nehme schon meine Mama an. Das nennt man jetzt auch gleich auch die Hochzeit. Hier ist es eigentlich schon vorprogrammiert, ein bisschen nachzuhelfen. Fuck. Aha. Alt liegen, Alter. Wie perfekt. Ja, dieses Rohr, ja. So schont man auf jeden Fall die Kurbelwelle. Am Ende. So, jetzt haben die Motorhälften ungefähr gleiche Temperatur. Und jetzt ziehe ich ja schön über Kreuz. Ich hatte aber nicht nur in Sechskant, das musste jetzt hier noch. Ja, das war ein bisschen Hobby, aber Alter. Toll, wir können hier noch nicht mal die Dichtkappe heute drauf machen. Weil hast keine. Ja, doch, ich habe eh eine. Ich will da CNC ranbauen und die kommt erst morgen von ST-Parts.